Na, ich war hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation.
Teile für Carlos und seinen bahnbrechenden Zaun. Ich hoffe, er wartet noch am Bazar. Dich, du bist!
Denk dran, Pilger. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Du bist damit. Psst. Du, kaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Kopf. Vikas, blockieren den Weg zum Zentralring. War das dein Problem? Was, wenn er einfach nur zu. Glaubst du das etwa? Noch da? Warum lächelst du? Wäre alles leichter gewesen. Warum sagst du das? Ich hab noch 5 Jahre den Auftrag so gründlich verpasst. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Kinder, aber nicht mehr Biomarker. Wie soll das funktionieren? Du kannst sehen, aber mehrjährige Pflanzen wären besser. Sieh mal, wer da ist. Willkommen im Wasser. Alles in Ordnung? Nein! Sie wurde gegrillt! Die Ziege wurde gegrillt! Ich bin so ein Idiot! Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial? Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als... und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir sprechen später. Komm, Vincenzo! Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Anscheinend werden die Lebern infizierter von manchen als Medizin verwendet. Ekelhaft. Yeah.
Melde ich mich freiwillig zum Putzen. Und sie kann die Axt schwingen. Ah, so eine Prinzessin. Angst vor Splitten. Dann in ihren zarten Fingern. Wenn das ihr Problem ist, hoffentlich wieder keine Angst. Hakon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen? Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Hakon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln.